Wie erstellt man nun also eine Instagram Story? Auch hier gibt es verschiedene Wege, wie man eine Story erstellt. Und zwar kann man entweder über das Häuschen wieder gehen, nach links klicken und hier unten auf Story gehen. Instagram hat standardmäßig direkt die Funktion Story eingestellt, also müsst ihr hier unten nicht mehr durchklicken, sondern könnt direkt in die Funktion gehen. Dann springt das Bild auf eure Kamera, in diesem Fall schwarz, da sie hier auf dem Tisch liegt. Und hier gibt es verschiedene Funktionen, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde. Zuerst zeige ich euch den anderen Weg, über den man eine Story erstellen kann. Hier oben über das Plus könnt ihr einmal drauf gehen und dann seht ihr hier wieder verschiedene Beitragserstellungsmöglichkeiten. In unserem Fall möchten wir eine Story erstellen und hier gelangen wir wieder auf das gleiche Bild von gerade, auf eure Kamera. Hier im linken Menüfeld seht ihr verschiedene Einstellungen. Beispielsweise könnt ihr einen Boomerang machen. Ein Boomerang ist ein Kurzvideo und wie der Name Boomerang schon sagt, wird das aufgenommene Videobild wie ein Boomerang quasi losgeschickt und kommt zurück, losgeschickt und kommt zurück. Also wenn ihr beispielsweise eine Aufnahme von diesem Tisch hier macht und von links eure Kamera von links nach rechts rüberschwenkt, wird eine Aufnahme gemacht und dann geht das Bild wieder zurück, hin, zurück und so weiter und so fort. Der zweite Menüpunkt ist freihändig. Normalerweise, wenn ihr eine Story macht, müsst ihr auf diesen Knopf hier unten drücken und diesen gedrückt halten. Wenn ihr das macht, seht ihr einen runden Balken, der ja um diesen Knopf herumläuft und ihr seht, eine Story wird aufgenommen. Eine Story ist immer 15 Sekunden lang. Da es ja aber teilweise so ist, dass man den Knopf nicht immer drücken kann, wenn man zum Beispiel eine Fernaufnahme macht oder dabei beispielsweise sich filmen möchte, wie man am Computer arbeitet, dann ist die Funktion freihändig, wie der Name schon sagt, hilfreich. Denn hier müsst ihr nur einmal auf den Knopf drücken, dann läuft ein Timer runter und dann fängt das Video von alleine an zu starten und nimmt eben die 15-Sekunden-Sequenz einer Story auf. Beziehungsweise auch mehrere Stories, wenn das Ganze einfach weiterläuft. Hier könnt ihr wieder auf Stopp drücken. Und dann seht ihr hier, dass ihr zwei Story-Sequenzen aufgenommen habt. Im nächsten Bereich könnt ihr ein Layout wählen. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Vierer-Layout ausgewählt. Also könnt ihr hier verschiedene Bilder fotografieren. Vier verschiedene. In jedem Feld ist ein neues Bild zu sehen letztendlich. Dieses Raster des Layouts kann man dann auch verschieden anpassen. Hier habt ihr dann drei Bilder untereinander und hier seht ihr noch verschiedene andere Raster. Dann gibt es noch die Zoom-Funktion. Mit der Funktion zoomt man, wie der Name schon sagt, dran. Dann gibt es noch die Schriftfunktion. Wenn ihr darauf klickt, dann erhaltet ihr automatisch eine bunte Hintergrundseite sozusagen, auf der ihr dann anfangen könnt zu tippen. Und diese Farbseite kann man aber auch ändern, indem man hier unten klickt. Da hat Instagram standardmäßig verschiedene Hintergrundfarben eingestellt. Man kann aber auch hier oben und über diese Funktion eines der letzten Fotos auswählen, hier drauf packen und hier drüber auch wieder einen Text schreiben. Wie man das Ganze genau macht, werden wir auch in einem anderen Video nochmal genauer zeigen. Dann habt ihr hier noch die Funktion Wasserwaage, mit der könnt ihr einfach sehen, ob das Bild gerade ist und könnt da ausjustieren, sodass ihr die perfekten Story, Videos und Bilder machen könnt. Über Mehrfachaufnahme könnt ihr einfach verschiedene Aufnahmen hintereinander tätigen. Und soweit zur einfachen Story.